Okay, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar eurer HR Consulting Boutique TDS. Mein Name ist Stefan Haustein und ich leite durch diesen wundervollen Digital Roundtable. Heute mit dem Titel The Life After Go Live, wie Unternehmen den Betrieb ihrer HR-IT-Lösung meistern. Ja, als TDS wollen wir für euch natürlich Impulse setzen, Wissen und Erfahrungen multiplizieren, weshalb wir uns für das spannende Thema heute circa 45 Minuten plus Fragerunde gönnen. Fragen sehr gerne oben im F&A-Bereich, der von Florian heute überblickt wird. Kamera und Mikro sind standardmäßig aus. Das Webinar wird aufgezeichnet. Genau, ansonsten freue ich mich wieder sehr, dass ihr erstens so zahlreich erschienen seid und zweitens tolle Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bereit sind zu teilen. Somit guten Morgen Ramona, Benedikt, Benjamin und Julia, wie geht es euch? Tipptopp, danke. Schönen guten Morgen, wunderbar, freue mich sehr, hier zu sein. Ich auch. Alles gut. Super, ja, schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch und euer Unternehmen doch bitte einmal kurz vor, um den Teilnehmenden einen kurzen Eindruck von dieser Runde zu verschaffen. Ramona, du gerne zuerst. Ich bin Ramona Schneider und arbeite bei Pilatus Aircraft in der wunderschönen Zentralschweiz. Pilatus produziert Flugzeuge für Privatkunden und Regierungen mit rund ca. 3.500 Mitarbeitenden. Davon sind dann etwa 2.500 in der Schweiz. Ich bin dort als Applikationsmanagerin für die Betriebsorganisation von den HR-Systemen zuständig. Perfekt. Benedikt? Ja, ich bin der Benedikt Lange. Ich bin Manager Human Resources Digital Solutions bei der Fuchs-Gruppe mit Sitz in Mannheim in Deutschland. Die Fuchs-Gruppe ist ein internationaler Global Player im Bereich Schmierstoffe, Schmierstofflösungen, also eher im Hintergrund, aber in der Industrie sehr, sehr bekannt. Wir haben 6.500 Mitarbeiter in etwa 60 Gesellschaften und 45 Ländern und ich verantworte unsere globale SuccessFactors-Lösung, bin seit etwa 10 Jahren im Bereich SuccessFactors unterwegs, war erst auf der Beraterseite 2,5 Jahre und dann bin ich zu Fuchs gewechselt vor etwas mehr als 7 Jahren. Und mache also mit ganzem Herzen das Thema HR-IT dort. Hervorragend. Benjamin, rüber zu dir. Benjamin Kaiser, mein Name. Ich bin Head of People Systems and Reporting bei der Rational AG. Die Rational AG mit Sitz in Landsberg am Lech ist ein deutscher Hersteller von großen Industrieküchengeräten zur thermischen Speisezubereitung. Wir sind so ein typischer Hidden Champion und Weltmarktführer in unserer ganz kleinen Nische. Was das heißt, kann man ganz gut an dem diesjährigen Oktoberfest sagen. Von 40 Zelten und Ständen, die es dort gibt, haben 29 mit unseren Geräten gearbeitet. Das heißt, wir haben da einen Marktanteil von 72,5% gehabt. Weltweit haben wir über 2.700 Mitarbeiter. Etwas mehr als die Hälfte davon ist in Deutschland. Wir haben allerdings dennoch 25 Töchtergesellschaften in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Sind wir sehr gespannt, was du später zum Oktoberfest noch sagst von diesem Jahr. Julia, wie sieht es bei dir aus? Mein Name ist Julia, ich verantworte bei TTS den Bereich Application Management Services, in dem wir Kunden im Betrieb ihrer SuccessFactors-Lösung betreuen. The Life After Go Live gehört somit zu meinem Tagesgeschäft und das seit fast 16 Jahren. Bereitet mir immer noch jede Menge Freude, aber manchmal auch Herzklopfen, muss ich ehrlich sagen. Für diejenigen von euch, die TTS nicht kennen, wir sind ein Full-Scope-Dienstleister im Bereich der digitalen Transformation mit Fokus SAP SuccessFactors HR-IT. Beratung, sowohl Prozessberatung, aber auch technisch, Corporate Learning und Digital Adoption. Mal vielen Dank, dass ihr heute mit uns hier die Digital Round habt. Genau. Ihr vier, wir alle sind irgendwie live mit HR-IT-Lösungen. Viele sagen, mit dem Go-Live fängt die eigentliche Arbeit erst so richtig an. Bei Gartner las ich letztens so etwas wie: Der Go-Live ist der Start. Beim Cloud-HR-IT-System haben wir es mit einem lebendigen Objekt zu tun. Ramona, mit Blick auf euer Implementierungsprojekt, was ja noch relativ frisch ist, der Go-Live, siehst du diese Aussage ähnlich?
Ja, eigentlich sehr. Also es ist wirklich bei den Modulen, zum einen ist es bei uns wirklich frisch und wir sind da wirklich am lebendigen Leibe dran. Also wir haben LMS, Succession Development und EC vor über 2 Jahren eingeführt. Das Onboarding und Recruiting war im letzten Jahr und im Moment sind wir gerade am Modul Performance Goals dran. Und Payroll und Time Tracking haben wir auch noch auf dem Radar, das kommt dann 2026. Also wir sind da sehr dynamisch unterwegs, immer zwischen Projektphase und Betriebsphase, was es sehr spannend macht, aber zum Teil auch herausfordernd. Benedikt, kannst du dich noch an euren Go Live mit SuccessFactors erinnern? Ich meine, du bist ja viel für die SAP unterwegs. Würdest du dies so unterschreiben? Gerade deine Situation war eine recht besondere. Ja, absolut. Also das liegt schon eine Weile zurück. Das war im März 2018, als wir zuerst mit EC und dann mit dem LMS, also zeitgleich, live gegangen sind in Deutschland. Da hatten wir 7 Gesellschaften für ungefähr 1800 Mitarbeiter. Das war schon ein besonderer Moment, weil es das erste Mal ein globales HR-System überhaupt war, das erste Mal Self-Service. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass es auf der einen Seite ein bisschen Zeit braucht, wirklich, dass das reinsickert in die Organisation. Also die Leute warten ja nicht ihr Leben lang drauf, dass jetzt ein neues HR-System über sie kommt, sondern müssen da so ein bisschen auch angestupst werden. Und ich habe das, also ich bin so eine Ein-Mann-Abteilung, vielleicht hast du das vorhin angespielt. Das heißt, das war schon natürlich auch ein gewisser Druck in der Situation. Ich habe dann aber auch so gemacht, dass ich so einmal durchs ganze Headquarter gelaufen bin, also so Floor-Coaching-mäßig und bin von Büro zu Büro, von Tür zu Tür und habe mit den Leuten das Gespräch gesucht und habe gesagt, hey, hast du dich schon mal angemeldet? Hast du schon mal geguckt, was du da machen kannst? Kennst du dich aus? Findest du dich zurecht? Hast du irgendwelche Anregungen? Und das hat wahre Wunder bewirkt, weil das wirklich die Leute dann oft der Kommentar kam, ah ja, stimmt, da war diese E-Mail, aber ich habe sie nicht gelesen und so. Und das hat schon auch echt gedauert, aber hat auch echt super Spaß gemacht, mit den Endanwendern sich da auszutauschen. Also ich kann das, was Ramona gesagt hat, auch bestätigen. Bei uns war das auch ein sehr phasenweiser Prozess, ja. Also sowohl von den Modulen her, wir haben dann später noch Recruiting ergänzt, ein Jahr später, dann Performance and Goals, im nächsten Jahr People Analytics, Succession and Development noch dazu, also haben es stark ausgebaut, das hat mit der initialen Version, mit der wir live gegangen sind, hat unser heutiges System also sehr wenig zu tun. Also das, ich glaube, man muss da auch den Mut haben, so ein bisschen mit so einem Minimum Viable Product live zu gehen und zu sagen, es ist noch nicht alles perfekt. Hier könnte man noch viel mehr machen an Logiken, an Validierungen, an zusätzlichen Dingen. Und deswegen war für uns auf jeden Fall auch der Go-Live erst so richtig der Startschuss. Und dann ging es so richtig los, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was sie sich noch wünschen. Genau. Mhm. Ja, apropos Version. Benjamin, ich meine, du kamst so rational erst nach dem dortigen Rollout. Hattest du noch mitbekommen, welche Herausforderungen es direkt zu Beginn des Wegebetriebs bei Rational gab oder vielleicht in Folge Themen mitbekommen, die man vielleicht leicht unterschätzt hat? Ich glaube, das Interessante bei uns ist eigentlich zu sehen, dass eben es zwar eine Projektphase gibt bei der Implementierung von SuccessFactors oder jeder anderen HR-IT-Lösung, aber dass dann im Betrieb eigentlich die Arbeit erst richtig losgeht. Bei uns war es so, dass wir 2018 EC, Performance and Goals und Recruiting eingeführt haben. Damals war das tatsächlich noch so, dass die Personalkollegen das nebenberuflich, neben ihrer normalen Tätigkeit gemacht haben. In der IT hatten wir schon einen festen Headcount, einen FTE, einen Kollegen, den Herrn Schuffenauer, der heute auch im Call dabei ist. Heute sind wir allerdings personalseitig schon zu zweit, auch auf der IT-Seite haben wir 2 Kollegen, die sich unter anderem mit SuccessFactors beschäftigen. Wir haben zwischenzeitlich natürlich nochmal die ein oder andere Softwarelösung eingeführt, tatsächlich das weiter ausgebaut. Aber ich glaube, man sieht da schon ganz gut, dass es mit der Implementierung noch lange nicht vorbei ist. Kommt dir etwas davon bekannt vor, Julia? Ich meine, du bist ja bei den ganzen Transitionen von Implementierung zu Regelbetrieb ganz nah an den Kundinnen dran, fernab der hiesigen.
Selbstverständlich, vieles klingt sehr bekannt und es freut mich. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass die Vorbereitungen auf den Betrieb bei Unternehmen, die mit allen Modulen live gehen, sogenanntes Big Bang, sich durchaus von den Unternehmen unterscheiden, die dann phasenweise ausrollen. Oft gelingt es unseren Kunden nicht so richtig, die Balance zu finden zwischen den Ressourcen, die sie für das Projekt und den Betrieb dann zur Verfügung stellen. Da kommen wir mit unserer Extended Workbench auch ins Spiel, mit unserem TTS-Team, welches dann auch im Betrieb, aber auch im Projekt unterstützen kann. Es klingt easy vielleicht. In der Realität gibt es manchmal auch Überraschungen und wo die Phasen dann auch nicht klar getrennt sind und Situationen, in denen wir zum Beispiel Kunden hatten, die ein Go-Live hatten, aber sich trotzdem so gefühlt im Projektmodus befindet haben, weil sie halt noch so viele offene Themen hatten. Da war der Anfang relativ dynamisch, bis sich das Ganze nach und nach stabilisiert hat. Also daher, es bleibt spannend, ja. In den letzten zwei Wochen wohnte ich auch zwei Kickoffs bei. Man hört dann schon heraus, diese, ich sage nicht Angst, sondern Respekt vor der Flut von End-User-Anfragen dann. Wie stark hat es insbesondere du gezittert, Benedikt, als alleinige Person? Also ich glaube, am meisten Angst hätte mir gemacht, wenn sich gar niemand gemeldet hätte. Weil das hätte ja bedeutet irgendwie, dass das nicht relevant ist, was wir machen. Also von daher war ich immer dankbar über Kommentare und Feedback. Aber gleichzeitig war das Ganze natürlich auch, ich sag mal, sinnvoll vorbereitet. Also wir hatten ein Konzept, dass wir auch in jeder Gesellschaft Key-User ausgebildet haben vorher. Und die waren dann die lokalen Ansprechpartner. Ja, und wir sind ein sehr dezentrales Unternehmen. Das heißt, es war eigentlich für die Endanwender sehr natürlich, dass sie sich erstmal innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft nach Hilfe suchen. Um die Key-User zu entlasten, haben wir Online-Trainings oder habe ich Online-Trainings erstellen lassen. Es gibt ja nichts Schöneres, als ein LMS auszurollen und damit dann die Endanwender direkt zu trainieren, sozusagen. Wie nutze ich das? Das war auch der Ansatz. Oder auch FAQs habe ich im Vorfeld erstellt, sodass im Prinzip ich schon ungefähr wusste, was wird an Problemen, Fragen, typischen Anfragen kommen und das eben dann auch ausgehändigt an die Key-User, dass die soweit auch so ein bisschen sprechfähig waren und dann eben noch die Geschichte mit dem Floor-Coaching und das war so ein bisschen so der Mix an Maßnahmen. Wir haben so ein Help-Center, habe ich aufgebaut, wo man alle Hilfestellungen sich selber holen kann. Und dann noch ein ganz großer Aspekt war, möglichst viel einfach ins System selber rein verpacken. Ne? Also die Überschriften im System, da schon Instruktionen mitgeben, was der User machen soll oder Hilfstexte verwenden oder irgendwelche Übersichtskacheln auf der Startseite. Also quasi denjenigen dort abzuholen, wo er sich gerade befindet und Unterstützung braucht. Und von daher war das dann schon so, dass es sich am Ende wirklich gar nicht so nach viel angefühlt hat. Und es musste ja auch weitergehen. Ne? Es gab ja noch 44 andere Länder und diverse andere Module. Also dann war auch das Thema Support dann so ein bisschen so ein Nebengeschäft. Aber gerade am Anfang hat es schon sehr geholfen, da auch so ein bisschen zu gucken, was kommt rein, jedes Mal, wenn sowas passiert oder wenn eine Anfrage reinkommt, ist das ja auch eine Chance, sich zu optimieren. Ne? Vielleicht hat derjenige ja recht. Es ist nicht intuitiv genug. Da sind irgendwelche Fehler entstehen, die nicht entstehen müssten, weil ich das vielleicht abfangen kann durch eine Regel im System. Und so lernt man einfach unglaublich viel dazu. Von daher bin ich immer sehr dankbar, wenn da irgendwas reinkommt, weil man dann sich hinterfragen kann, ist das wirklich schon die perfekte Lösung, wie es gerade funktioniert. Ja, spannend. Ramona, wie war bei euch die Situation? Wart ihr durch Furcht gehemmt quasi vom Regelbetrieb? Ja, also ich kann sagen, wir hatten schon einige Anfragen und das war bei uns wirklich so. Wir waren vielleicht auch nicht ganz so gut vorbereitet, wie es jetzt gerade Benedikt erklärt hat. Also bei uns, es ist ja immer eigentlich so, dass mit dem Go-Live von einem System ja meistens auch Prozessanpassungen betroffen sind. Und dieses Zusammenspiel zwischen den neuen Prozessen und diesem neuen System war bei uns oder ist bei uns zum Teil immer noch
schon sehr herausfordernd für die UserInnen und aber auch für uns als Applikationsmanager und auch die Projektleiter. Also wir werden sehr stark gefordert, dass wir das alles unter einen Hut bringen und die Systemsicht einnehmen, aber auch unterstützen können bei Prozessfragen. Wir haben zwar Prozessverantwortliche, aber das ist ja so eng ineinander hineinverknüpft, dass das irgendwie sich so reibungslos funktionieren sollte. Wir hatten dadurch einiges an Supportanfragen. Wir waren, wie schon gesagt, nicht ganz so gut vorbereitet wie Benedikt. Wir mussten wirklich teilweise die Supportorganisation neu organisieren. Unser Projekt- und Betriebsteam mussten wir neu organisieren. Also wir hatten einiges an Änderungen aufgrund der Anfangszeit, die wir umsetzen konnten. Direkte Nachfrage dazu, oder gibt es immer noch zusätzliche Maßnahmen, die bei euch geholfen haben, die Adoption sicherzustellen, zu gewährleisten? Also wir haben dann wirklich sehr ähnlich, wie es Benedikt genannt hat, bei ganz einfachen Lösungen angefangen. Also wir haben ein Betriebshandbuch erstellt mit Erklärungen zu Betriebsmanagement, Usermanagement und Incidentmanagement, also wirklich banale Sachen. Wir haben beispielsweise eine Support-Mail-Adresse eingerichtet, wo sich Projektleitende und Betriebsmitarbeitende um die Anfragen gekümmert haben, um die ganze Flut ein bisschen zu reduzieren. Wir haben erst, als es in den Betrieb überging, die Betriebsorganisation neu organisiert, auch mit Key-Usern. Und dann haben wir wirklich pro Modul diese Key-User organisiert, wo wir einen sehr engmaschigen Austausch haben. Wir haben auch einen sehr engen Austausch mit unserem Implementierungspartner, mit euch TTS, mit den Beratern, wo wir sehr spontan auch diese verschiedenen Fehler und auch Anpassungswünsche noch anpassen. Und das ist es ein bisschen. Also wir haben vorhin gesagt, Julia hat das ja auch gesagt, teilweise ist es sehr dynamisch, der Übergang von Projektphase zu Betrieb. Man versucht nur mal 80% umzusetzen und diese 20%, die müssen ja dann irgendwann noch kommen und diese 20% werden immer mehr. Und das ist, sind ja dann plötzlich 50%, wie man es ändert, weil nichts wie zu Beginn aussieht in den Modulen. Und das ist aufwendig, und bedarf vieles an Maßnahmen und Verbesserungen. Und ich denke, wir sind jetzt im Moment wirklich auf einem Stand, wo wir sagen können, wir haben einen guten Betrieb und es funktioniert wirklich sehr gut. Wenn du schon Betriebsmodell sagst, mit Blick auf Kooperation und Zusammenarbeit ändert sich ja einiges grundlegend. Welche Best Practices haben sich deiner Wahrnehmung nach insbesondere in der Zusammenarbeit zwischen HR und IT, vielleicht sogar HR-IT, bewährt, Benjamin? Also bei uns war das so, solange wir noch relativ klein waren in der Organisation, das heißt auf Personalseite und auf IT-Seite, haben wir uns da recht hemdsärmelig organisiert. Natürlich haben wir uns abgestimmt, wer für was zuständig ist. Aber mit dem Wachstum auf beiden Seiten haben wir das Ganze schon auf eine strukturiertere Basis stellen müssen. Und wir haben uns dann geschaut, welche Instrumente gibt es, und haben eine RACI-Matrix als Instrument gewählt. RACI, das sind die Anfangsbuchstaben eben für die englischen Begriffe Responsible, Accountable, Consulted and Informed, und haben uns dann unsere Themen ganz genau angeschaut, ein bisschen geclustert nach Themengruppen, und haben genau uns eben überlegt, wer informiert werden muss, wer für was verantwortlich ist und wer bei welchen Themen beratend mit ins Boot geholt werden soll. Das beste Beispiel ist vielleicht auch, was die Ramona gerade auch gesagt hat, Support-Infrastruktur. Wir haben uns da aufgestellt. Der First-Level-Support wird bei uns im Fachbereich geleistet. Zum Teil sind es die People-Partner, die bei uns da tätig sind, also die HR-Business-Partner. Ein großer Teil liegt natürlich bei uns, People-Systems. Der Second-Level macht dann die IT bei uns. Und Third-Level ist dann auch die IT im Zusammenspiel mit unserem Implementierungspartner, eben der TTS. Vielleicht noch eine Empfehlung an der Stelle, was uns auch sehr geholfen hat, ist einfach ein Ticketing-System zu nutzen, gerade wenn mehrere Leute eben an solchen Cases, an Fällen arbeiten, macht es definitiv Sinn,
und man das einfacher dokumentieren kann und da ich auch man viel, viel schneller nachvollziehen kann, wo man denn da gerade steht und was schon passiert ist im Vorfeld. Wertvoller Hinweis. Wie ist es bei euch, Benedikt? Wie wuchs das über die Zeit? Ja, also es gibt Parallelen, aber es gibt auch Unterschiede. Also zum einen zum Setup. Also ich bin in HR, bin ich sozusagen organisatorisch aufgehängt unter unserer CHRO und repräsentiere den Bereich HR-IT. Und ich bin ein starker Freund davon, dass HR sich autark macht. Und wir haben sozusagen, IT ist nicht im Boot beim Thema Success Factors, beziehungsweise wir stimmen uns vorher ab, dass das, wenn es um Themen wie Microsoft-Integration zu anderen SAP-Lösungen oder sowas geht, aber wenn es nur um Success Factors geht, sind wir als Personalbereich eigenständig und können uns da selber supporten und selber aufstellen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich immer ganz nah dran bin an dem, was gerade gebraucht wird. Ja, also ich kann auch die HR-Strategie mitgestalten, kann sagen, hier, da könnte ich unterstützen, da kann das System unterstützen, da können wir unsere Prozesse effizienter, besser machen. Und das hat durchaus auch Vorteile, weil man einfach dann in die gleiche Richtung immer unterwegs ist und da keine Interessenskonflikte oder Zielkonflikte oder sowas entstehen können. Zum Support ist es so, dass wir mittlerweile so aufgestellt sind, dass wir, hatte ich schon erwähnt, Key-User auf lokaler Ebene haben. Die sind auch alle im HR-Bereich dann angesiedelt. Und dann als zweites Level kommt TTS rein. Also wir haben das outgesourced dann nach einer Weile. Weil wir anerkennen, dass es zwar repetitive Aufgaben gibt und sich wiederholende administrative Tätigkeiten, aber gleichzeitig das Spezialwissen einfach dafür notwendig ist, teilweise sogar auf ein Modul nur spezialisiert. Und das ist einfach wahnsinnig schwer für uns intern, das zu gewährleisten. Und deswegen haben wir das sozusagen ausgelagert und die Q-User kommunizieren dann direkt mit dem externen Team und nur wenn es Fragen gibt oder wenn es Probleme gibt oder Entscheidungen sozusagen, was das Produkt anbetracht, getroffen werden müssen, komme ich da ins Spiel. Das hat sich sehr schnell eingependelt und funktioniert seitdem wunderbar und bringt mich halt in die Situation, dass ich auch eben eher Projekte machen kann. Bei den Projekten ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, dass ich das immer zusammen mit dem globalen HR-Netzwerk mache. Also ich suche mir dann Mitstreiter oder wir staffen die Projekte eben entsprechend mit Leuten aus USA, China, Australien, allen unterschiedlichen Ländern, je nach Kompetenzlevel und haben damit sozusagen gleich die Akzeptanz, aber auch die Man- and Women-Power, um neue Themen anzugehen. Und dann ist es quasi immer so ein Projektteam, was sich aus internationalen Teammitgliedern zusammensetzt, mit mir dann als auf der Technologie-Seite. Genau. Und ja, also bisher bin ich damit noch recht happy. Ja, klingt auch sehr spannend. Julia, von Dienstleistungsperspektive aus, wie nimmst du das wahr mit der Zusammenarbeit? Was ist da am förderlichsten aus deiner Perspektive? Ja, das Erfolgskonzept, wenn ihr eins möchtet, das habe ich leider nicht mitgebracht. Dafür ist die Komplexität unserer Arbeit ziemlich hoch und die Variablen können sich von Kunden zu Kunden unterscheiden. Aber ein paar Tipps hätte ich trotzdem, ein paar Best Practices aus den Jahren. Kunden sollten so schnell wie möglich Rollen und Verantwortlichkeiten auf ihrer Seite klären. Benjamin hat es auch gesagt, RACI wäre eine Möglichkeit. Vor allem spannende Themen wäre es der Owner des Budgets dann weiterhin im Betrieb. Gibt es ein Budget? Wer trifft die Entscheidungen? Wer spannt dann vielleicht noch zusätzliche externe Partner ein für diverse Tätigkeiten im Betrieb? Stichwort ein wenig Governance. All diese Themen haben auch selbstverständlich eine Auswirkung dann auf den externen Dienstleister. Ja. Dann, wenn es den auch gibt, der externe Dienstleister, wir sind bisher sehr gut gefahren mit periodischen Abstimmungen zwischen Kunde und uns, sogenannte Jour-Fixen, in denen wir gerade die Themen besprechen, die in den Betrieb hochkommen via Tickets, sei es CRs oder irgendwelche Incidents, aber auch
so kleinere Projekte, die dann anstehen in dem ganz normalen Leben im Betrieb, weil das System wird ja weiterentwickelt, das wächst, es kommen neue Anforderungen dazu. Somit eine enge Abstimmung mit dem Kunden macht sehr viel Sinn. Und es gibt tatsächlich auch Themen, die nicht über Tickets sehr gut gelöst werden können. Und Kommunikation ist da manchmal auch nicht die beste. Von daher empfehlen wir immer, mal Teams aufzusetzen oder auch, warum denn nicht, seltener mittlerweile, aber einen Termin vor Ort. Genau. Und last but not least, ich habe das Gefühl, dass das Thema sehr oft, ich weiß nicht, ob unterschätzt, aber auf jeden Fall wird dem Thema Instance Refresh und Release Management nicht immer letztendlich die Ressourcen oder die Zeit gewidmet. Das sind aber wichtige Themen und da gilt es auch, so schnell wie möglich einen Prozess sich zu überlegen, um dann in den Betrieb letztendlich nicht in Zeitnot zu geraten, weil genau das hat schon einen Impact für diverse Themen dann in dem Betrieb und genau, also das so von meiner Seite, drei Takeaways, die sich dann sehr oft bei allen Kunden dann sozusagen zeigen. Ja, guter Punkt. Immerhin kommen die Sub-Releases ja im Halbjahrestakt, was alle auf Trab hält. Vielleicht rüber zu dir, Ramona. Könntest du einmal detaillierter bitte darauf eingehen, wie ihr euch organisatorisch dort aufstellt beim Release-Management? Mhm. Ja, es ist in der Tat so, wie es auch Julia gerade gesagt hat, wir haben es zu Beginn wirklich ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Inzwischen haben wir uns ein bisschen besser aufgestellt, was das Release-Management anbelangt. Denn es kommt ja halbjährlich, was schon sehr aufwendig ist, je nach Änderungen, die von Seite SAP kommen. Vielleicht zu Beginn noch kurz zu sagen, es sind ja beim Release-Management, es ist nicht nur das System, das neu gemacht wird. Es gibt ja dann auch Prozesse, die teilweise angepasst werden müssen. Wir müssen auch immer wieder, weil wir erst in dieser Implementierungsphase der verschiedenen Module sind, Werbung machen für das neue Tool. Also wir müssen auch immer wieder Marketing machen, weil sich die User hinterfragen, ja, warum kommt jetzt schon wieder etwas Neues? Wir haben ja die Basis noch gar nicht so lange. Dann müssen wir doch auch Ihnen zeigen, den Vorteil aufzeigen können von diesen neuen Änderungen und wirklich auch ein bisschen Marketing betreiben, dass das schon gut ist, was da neu kommt. Wir müssen auch Checklisten anpassen, Schulungsinhalte und so weiter. Also man darf es nicht ganz unterschätzen und darum haben wir uns auch inzwischen ein bisschen anders organisiert. Wir terminieren uns gleich zu Beginn des Jahres die Release-Daten, zum Teil schon ein Jahr zuvor, die sind ja relativ früh, sind die bekannt in unseren Kalendern und dann werden wir kurz vor Release-Umsetzung setzen wir uns mit diesen Checklisten von SAP auseinander. Also wir schauen an, welche Änderungen kommen auf uns zu, wie viel könnten diese Aufwände bedeuten, was ist für uns überhaupt relevant, so im Groben, wirklich sehr grob, das machen wir bei uns intern und dann teilen wir die einzelnen Module im Team auf. Wir sind zwei Betriebsmitarbeiter, die den Betrieb stemmen und dann noch Projektleiter und dann nehmen wir eine Projektleiterin aus Ressourcengründen meistens dazu, die uns dort noch unterstützt beim Release-Management. Dann teilen wir das auf, dann setzen wir uns mit dem einzelnen Modul und den Änderungen auseinander und dann gehen wir dann schon bald auf TTS zu. Sie machen uns noch auch von Ihrer Seite, geben Sie uns nochmals einen Einblick, was die Änderungen bedeutet, auch auf unser Unternehmen spezifisch. Und dann entscheiden wir aufgrund dem eigentlich mit TTS, mit unseren Key-Usern, das ist noch ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit den Key-Usern, und aber auch mit der HR-Strategie, die wir im Moment neu am Aufbauen sind, müssen wir wie all das ein bisschen einbeziehen und schauen, was ist dann effektiv relevant und was setzen wir um, für was brauchen wir mehr Zeit und setzen es in 2-3 Monaten um und wo können wir nicht warten, weil SAP vorgibt, dass es ein Muss ist, dann müssen wir da schneller reagieren. Mhm. Genau. Hervorragend. Benjamin, wie gestaltet sich das Release-Management bei euch mittlerweile? Also ich kann auch nur bestätigen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir sind schon froh, dass wir keine 4 Releases mehr haben, sondern nur noch 2 pro Jahr. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir eine extrem
extreme Integrationstiefe haben. Das heißt, die Stammdaten aus SuccessFactors werden in fast allen IT-Systemen bei Rational eben auch verwendet. Und das, es kann eben sein, wenn dann eine Änderung kommt, dass dann unsere Schnittstellen nicht mehr so funktionieren, wie sie davor funktioniert haben. Das ist natürlich ein riesiges Thema. Bei uns ist es so, dass es die, sich tatsächlich die beiden Kollegen aus der IT intensiv mit den Releases oder mit den Release Notes auseinandersetzen. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, es gibt zwei Kategorien von Releases. Die einen sind mandatory, die anderen sind optional. Oft ist es so, dass die optional Releases dann in einem späteren Release tatsächlich auch mandatory werden. Und da schauen wir uns eben ganz genau an, was denn diese Änderungen dann konkret für uns bedeuten, weil ja jeder eine andere Konfiguration im System hat. Und bei den optionalen überlegen wir dann auch zusammen, was ein Thema ist, das wir heute schon umsetzen, ob uns das wirklich weiterbringt oder ob man es lieber nochmal skippen. Okay. In der teilnehmenden Liste habe ich auch gesehen, dass einige hier im globalen Kontext unterwegs sind, was auch sehr spannend ist. Wer entscheidet denn bei euch dann über Change Requests überhaupt? Also wie viel Freedom innerhalb eures Frames lasst ihr denn lokal versus global? Benedikt, vielleicht an dich. Ja, das ist natürlich eine sehr relevante Frage und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen drauf. Also ich finde, entscheiden ist immer ein großes Wort. Das hört sich so endgültig an und letztendlich, also bei uns ist das so, dass diese endgültige Entscheidung liegt ja schon bei mir, weil ich mich so ein bisschen als Produktmanager auch für die Plattform sehe und am Ende irgendwie auch holistisch drauf gucken muss und schauen muss, ist das in sich konsistent, sinnvoll, bezahlbar, umsetzbar, widerspricht sich das gegenseitig? Und ich gucke natürlich auch sehr nach Bedarfen. Ja, also mir wird das natürlich dann wieder gespiegelt, wo haben die Leute, was wünschen sie sich, wo wollen sie noch was zusätzlich haben? Und da, wo dann wirklich mehrfache Nennungen kommen, da ist dann auch klar, dass man was tun muss. Und ich glaube, deswegen ist es halt wichtig, im Austausch zu bleiben mit den Kollegen weltweit. Das tun wir regelmäßig über monatliche Abstimmungstermine und einfach in der Projektarbeit. Ich habe ja schon bereits erklärt, wie wir die Projekte dann auch zusammensetzen. Und da kommen dann auch die Bedarfe auf. Aber gleichzeitig, also ich halte es für schwierig, lokal jetzt wirklich Entscheidungskompetenzen zu verteilen, weil dann genau dieser Fall auftreten kann, dass sich Anforderungen widersprechen, dass es nicht mehr in sich konsistent ist, dass ich keine einheitlichen Trainingsmanuale mehr verfassen kann, weil ich nicht mehr mit einer Sprache sprechen kann. Und das versuchen wir alles zu vermeiden. Also das war von Anfang an ein Global Template und das bleibt es auch. Gleichzeitig würde ich noch einschränkend dazu sagen, dass man dann doch mehr lokale Zugeständnisse machen muss, als man vielleicht initial wollte, weil es natürlich einfach harte Anforderungen gibt. Das können rechtliche Rahmenbedingungen sein, aber auch so Themen wie, wir haben zum Beispiel unsere großen Länder an die Abrechnung angeschlossen und die Abrechnung verlangt bestimmte Pflichtfelder, sowas wie Abrechnungskreis oder Vertragstyp oder keine Ahnung was. Und dann ist klar, okay, das muss da irgendwie rein, ja, auch wenn es jetzt nur für dieses eine Land relevant ist. Kann man aber alles aussteuern mit so Geschäftsregeln, Business Rules, ja, also alles machbar. Von daher, das System sieht ein bisschen anders aus, je nachdem, aus welchem Land ich jetzt drauf schaue. Aber so im Großen und Ganzen ist der Kern doch sehr, sehr homogen und ich kann immer noch sozusagen mit einer Sprache sprechen und kann das sozusagen in einem Guide alles abbilden. Und das ist halt mir immer wichtig, dass es insgesamt sinnvoll ist. Benjamin, ihr seid ja auch global unterwegs. Wie gestaltet ihr Change-Entscheidungen? Wie sieht der Entscheidungsprozess bei euch aus? Welche Themen jährlich auf die Agenda kommen? Also generell haben wir natürlich auch eine Digitalisierungsstrategie, die wir uns erarbeitet haben, die so ganz grob den Rahmen vorgibt. Wir nutzen aber auch hier ein stark strukturiertes Instrument. Das ist das Change Advisory Board, also ein kurz CAP. Das CAP-Board besteht eigentlich aus Mitarbeitern aus dem Controlling, aus der IT und aus dem Personalbereich. Tatsächlich ist es bei uns so, dass nur aus Landsberg Kollegen da sitzen, also nur ähnlich wie es der Benedikt auch erzählt hat, dass es eben zentral gesteuert wird. Und in diesem CAP-Board werden dann eben Entscheidungen getroffen. Einmal was Changes angeht. Changes sind bei uns Änderungen, die nicht so groß sind, dass wir ein großes Projekt machen. Und aber auch die Projekte werden dann da
entschieden für die nächsten Jahre. Dafür setzen wir 5-mal im Jahr so ein Meeting auf, 4-mal eben für die kleineren Changes und ein Meeting für die größeren. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es bei uns so, dass wir eben eine große Integrationstiefe haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Anforderungen, die jetzt primär nicht unbedingt Personalanforderungen sind, weil es eben Anforderungen sind von Umsystem-Ownern oder eben von anderen Unternehmensbereichen, die diese Systeme nutzen. Und da ist es für uns im Doing wirklich ein riesiger Vorteil, dass ich nicht da dastehen muss und alles ablehnen muss, und ich kann sagen, ich nehme die Themen auf, packe hier auf unsere Cup-Liste und dann wird eben im anderen Gremium entschieden, was angegangen wird. Genau. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, also wir haben auch eine riesige Menge an offenen Punkten immer zu bewältigen. Wir setzen sehr, sehr viel um, aber wir haben trotzdem ungefähr immer 100 Cup-Einträge in unseren Listen. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viel zu tun für die nächsten Jahre, ohne dass jetzt neue Themen dazukommen würden. Ja, Ramona, wie würdest du vielleicht nochmal ganz kurz euer Change Request Management beschreiben? Also uns geht es rein von der Menge her sehr ähnlich wie Benjamin. Wir haben auch relativ viel im Moment offen. Und wir sind aber wie auch Benedikt beim HR angesiedelt, das Projektteam oder das HR-Systeme-Team. Und aus diesem Grund sind wir da sehr eigenständig im Entscheid, was jetzt umgesetzt wird oder nicht. Auch die Key-User sind hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich HR-Mitarbeitende. Und aus diesem Grund sind wir da in einem sehr kleinen Rahmen, die das entscheiden können. Wir entscheiden eigentlich jährlich. Zu Beginn des Jahres machen wir uns eine Roadmap und im Team, also alle zusammen, das ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Team, was im Projekt auf die Roadmap kommt, was beim Betrieb auf die Roadmap kommt mit den verschiedenen Changes, wie, und dann überlegen wir uns so grundsätzlich, sagt mit Priorität, Zeitaufwand und so weiter. Und auch bei uns schauen wir natürlich, je mehr Anfragen oder je businesskritischer die Themen sind, desto höhere Prioritäten haben sie. Was wir auch machen, aber natürlich haben wir ständig wieder unterjährige Änderungen, die oder Antworten, die kommen. Diese werden dann kurzfristig im Team besprochen und kleinere Changes werden natürlich täglich umgesetzt. Irgendetwas Kleineres, das man machen kann, da unterstützen wir natürlich sehr schnell, auch mit der Hilfe von TCS, wo wir sehr eng zusammenschauen, dass wir immer die Möglichkeiten gerade anpassen können. Naja, spannend. Mit Blick auf die Uhr, jeder Roundtable kommt ja irgendwann zum Ende, bevor es in die Fragerunde geht. Vielleicht letzte Frage in die Runde. Was würdet ihr Organisationen raten, die jetzt den Kickoff hatten? Also wann spätestens und wie sollten sich die Verantwortlichen auf den Betrieb vorbereiten? Ramona? Ich denke, also was man manchmal ein bisschen unterschätzt, meines Erachtens, wir sind ja alle sehr dynamisch unterwegs, es kommt immer wieder etwas, dass Stabilität manchmal, man den Mut haben muss in der heutigen Zeit, Stabilität höher zu bewerten als Flexibilität. Dass wirklich zum Teil bei gewissen Sachen einfach mal eine Grundstabilität vorhanden ist und um auch die Datenqualität im System sauber aufzubauen und dann die restlichen 20% dieses Flexible anzugehen. Ich denke, das darf man sich ab und zu wieder ein bisschen näher nehmen, oder wir bei Pilatus jedenfalls könnten das noch ein bisschen mehr einbeziehen. Die Rollenklärung, die Julia schon gesagt hat, also eine Betriebsorganisation wirklich mit einem Betriebskonzept aufzubauen, ein Betriebshandbuch, ein stabiles Support-Team, so gut es möglich ist, Zeit für Schulungen zu investieren, das würde ich wirklich auch nahelegen. Und was ich bei Pilatus auch sehr gemerkt habe, ist das persönliche Vorbeigehen. Das hat Benedikt vorher auch noch einmal erwähnt. Also persönlich, wenn Anfragen kommen, nicht nur immer auf die Checklisten und die Schulungen verweisen, sondern wirklich auch persönlich ins Büro gehen, mit der Person hinzusitzen, gerade jemand, der vielleicht mehr mit dem System arbeitet, und sich die Zeit nehmen. Das hat sich schlussendlich fast am meisten bewährt, neben den Checklisten und Schulungen. Ja. Benedikt, wann spätestens und wie, kurz von dir noch als Rat?
Also ich würde empfehlen, sich auf jeden Fall während des Projektes Gedanken darüber zu machen, was für einen passt, was für eine Art von Support-Organisation, was für eine Art von Trainingskonzept, was lässt sich auch skalieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und ein anderer ganz wichtiger Aspekt ist, das System verstehen zu lernen. Also denn das externe Team, was einen bei der Implementierung unterstützt, geht ja dann irgendwann bald raus. Und wenn wir sagen, so richtig geht es erst mit dem Go-Live los, ja, dann heißt das ja auch, dass am Ende das Unternehmen selbst auch irgendwie das Ganze dann annehmen muss als das eigene System. Ja. Und das heißt, das muss man, glaube ich, schon sehr früh einfädeln, dass Know-how-Transfer stattfindet, dass man sich alles erklären lässt, dass man genau weiß, wie funktionieren die Dinge. Nicht immer auf dem größten Detail, dafür ist es einfach zu komplex, aber zumindest so von den groben Umständen. Ja. Also da keine Berührungsängste haben und eben schon möglichst viel aufsaugen während der Implementierungszeit. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste. Benjamin, wann spätestens und wie? Was würdest du sagen? Ja, eigentlich ist ja alles schon zum Thema gesagt. Ich kann nur raten, gleich bei der Planung der Einführung oder bei den generellen Planungen das Thema schon mitzudenken. Ich bringe mal ein Beispiel. Wir schauen uns gerade den Talent Intelligence Hub an. Da geht es darum, Skill-Datenbanken zu erstellen. Und wenn ich jetzt zwar extrem ausdifferenzierte Skill-Datenbanken hinstelle, dann kann ich davon ausgehen, dass es da auch immer wieder Änderungen gibt und dass ich jemand brauche, der diese Änderungen abfragt und im System auch irgendwie eingibt. Und da sieht man ganz gut, dass es schon wichtig ist, dass man dem vielleicht schon frühzeitig einen Riegel vorschiebt und sagt, okay, wir beschränken uns auf eine Handvoll oder zwei Handvoll an unterschiedlichen Skills, weil wir dann den Betrieb auch mit der Manpower, die wir haben, auch überhaupt gewährleisten können. Zu guter Letzt, Julia, was würdest du warten? Das wurde schon, glaube ich, sehr viel gesagt zum Thema. Vielleicht, wenn ich sagen darf, aus Dienstleisterperspektive, sich dann einen zuversichtlichen Partner vielleicht an Seite zu holen, der dann auch die Erfahrung im Betrieb mitbringt und insbesondere in Richtung Integrationen. Ich glaube, da ist recht viel Musik dann auch im Betrieb drinnen. Ja, und sonst so früh wie möglich im Projekt sich über den Betrieb Gedanken zu machen und selbstverständlich, auch wenn man das Projekt begleitet intern, sich genug Zeit zu nehmen, um wirklich das, was Benedikt gesagt hat, das Wissen aufzusaugen, die Fragen zu stellen, weil das sehr schnell geht. Es geht sehr schnell und dann ist man am Ende des Projekts gelangt und da sind schon noch Fragezeichen offen. Ja. Na super, danke für diesen Rat. Alle werden sich sicher freuen. Damit bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig, alle Teilnehmenden einzuladen. Vernetzt euch mit den hier anwesenden ExpertInnen. Vielleicht braucht ihr ein Change Advisory Board. Geht in den Austausch, sprecht uns an, wenn ihr mehr zu Betriebsmodell, Support-Organisation verstehen möchtet. Erörtert mit uns die Sinnhaftigkeit eines Application Management Service mit Blick auf eure Situation und. Demnach würde ich sagen, öffnen wir die Runde und gehen zu den Fragen der Teilnehmenden über. Haben wir denn schon etwas in der im F&A-Bereich? Dann hiermit die Einladung. Gerne eure Fragen einmal oben klicken, F&A, und dann die Frage stellen. Vielleicht, weil wir auch vorab schon eine Einstiegsfrage aus der Schweiz erhalten haben, kann ich ja einmal starten an euch in die Runde. Das heißt, wir interessieren uns sehr für Instanzmanagement sowie die Replikationen von mitarbeitenden Daten. Wie gehen Sie damit um? Also wie geht ihr damit um? Ramona vielleicht. Also ja, ich kann sagen, dass wir hatten gerade im September einen Instance Refresh und haben da wirklich das produktiv in den Test wieder übertragen. Vorher war es ein Jahr her. Das war für uns als Applikationsmanager ein bisschen zu lange, ein Jahr, weil es dann viele Veränderungen gab während diesem Jahr. Also praktisch, ich würde empfehlen, mindestens jedes halbes Jahr dieses durchzuführen. Zumindest für unser Unternehmen wäre das passender. Und ja, es ist sehr aufwendig, den Instance Refresh. Wir haben das ein bisschen unterschätzt. Es war dann doch mehr
Zeit, die wir investieren mussten oder durften. Wir haben sehr eng mit TTS zusammengearbeitet. Sie haben uns sehr stark unterstützt, da wir zum Teil auch ressourcentechnisch nicht ganz so gut aufgestellt waren. Und was auch bei uns noch wichtig ist, wir haben, wie auch bei Benjamin dies der Fall ist, sehr viele Schnittstellen in unterschiedliche Systeme, also wo die Mitarbeiterstammdaten irgendwo hingehen. Und da mussten wir natürlich sehr, sehr eng mit der IT zusammenarbeiten, dass wir da gleichzeitig mit dem gleichen fahren und gleichzeitig alles übertragen. Genau. Eine Ergänzung vielleicht? Ja, also bei uns ist es so, dass wir drei Instanzen haben und am Anfang vornehmlich zwei genutzt haben, eine als Testsystem und dann das Produktivsystem. Und dadurch, dass wir halt immer irgendwas in der Pipeline hatten, war das gar nicht so einfach möglich, da einen Refresh zu machen, weil wir ja sonst diese ganze, was in der Entwicklung ist, dann hinweg gewesen wäre. Und die dritte Instanz kam dann vornehmlich ins Spiel, weil wir halt mehr und mehr Schnittstellen gemacht haben. Und da ist es dann doch von Vorteil, also echte Daten zu haben, die auch belastbar sind, die alle Cases abbilden, die die Realität so bereithält. Und das heißt, da mache ich regelmäßig einen Refresh in quasi die Development-Instanz sozusagen. Die ist aber so ein bisschen dann auch eher so ein Stiefkind, ja, also jetzt in einer Instanz, die jetzt nicht voll ausgebildet ist, denn wie Ramona schon sagt, das ist dann halt mit allem, was dazugehört, sehr aufwendig, wenn man jetzt beispielsweise People Analytics mit der Analytics Cloud im Hintergrund hat, IAS, IPS, Recruiting Marketing, Recruiting Posting, das sind ja alles so Learning auch noch, das sind ja alles verschiedene Add-ons oder verschiedene produktinterne Integrationen. Das hat dann sehr viele Auswirkungen bei so einem Instance Refresh, das heißt, wir machen da oder macht da halt bewusst eine Abkürzung und sagt, nee, wir machen das eigentlich nur, um Employee Central up to date zu halten und alles weitere ist im Prinzip getrennt und kommt sich nicht ins Gehege. Also bei uns läuft es ähnlich wie beim Benedikt. Wir haben auch drei Instanzen, das heißt Entwicklung, Test und Produktiv. Die Schnittstellen gibt es auf Test und Produktiv, das heißt, da ist es wirklich schwierig, einen Instance Refresh zu machen, weil wir das auch gar nicht alleine können, sondern sind da auch gebunden, zum Beispiel an unser SAP On-Premise-System, das wir haben. Deswegen sind wir auch nicht, also wir haben da keinen strukturierten Ansatz, dass wir das zweimal im Jahr oder sowas machen, sondern halt auch dann, wie der Benedikt das schon erklärt hat, wenn es halt auch reinpasst, weil wir immer verschiedene Stände an Entwicklungen auf unterschiedlichen Systemen haben. Und wenn man da zum falschen Zeitpunkt irgendwas überspielen würde, würden wir ganz viel Entwicklungsarbeit verlieren. Das ist nicht die beste Idee, die man haben kann. Okay. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Frage hier in den Chat bekommen. Und zwar, Sie arbeiten ja heute mit der TTS im AMS zusammen, Application Management Service. War die TTS davor auch immer Ihr Implementation-Partner? Dazu kann ich tatsächlich was sagen. Bei uns war es nämlich nicht so. Wir haben erst mit SAP Consulting tatsächlich SuccessFactors bei uns eingeführt. Es war aber dann schon vor meiner Zeit, dass man sich dann von der SAP getrennt hat und zur TTS hingegangen ist. Deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen, sondern nur, dass man offensichtlich nicht zufrieden war mit der Performance, die SAP da abgegeben hat. Danke für den Eindruck, Benjamin. Bei euch beiden weiß man es jetzt, Benedikt und Ramona, schon allein wegen des Termins. Vielleicht, Julia, kannst du dort nochmal einen Einblick geben, wie oft sind wir bei KundInnen unterwegs, die wir auch vorher implementiert haben? Ich glaube, die Mehrzahl unserer Kunden im AMS, wir betreuen über 50 Kunden, sind unsere Kunden auch aus der Implementierung. Tatsächlich haben wir auch eine Handvoll an Kunden, wie zum Beispiel jetzt Benjamin und Rational, die mit anderen Partnern implementiert haben. Das ist eher aber seltener. Genau. Okay, vielen Dank für die Antwort auf diese Frage. Dürfen wir noch etwas beantworten? Noch sind wir alle hier in dem Teams-Call.
würde das als Zeichen werten, dass ihr sehr ausführlich, sehr authentisch, sehr eingangsreich mitgeteilt habt, wie ihr das Ganze so gestaltet. Ich sehe hier einen Kommentar. Moment. Vielen Dank in die Runde für die Antworten. Dann würde ich sagen, wenn wir keine weiteren Fragen haben, die Einladung gerne im Nachgang auch an diese vier eine Frage über LinkedIn, über eine E-Mail-Adresse, worüber auch immer stellen. Wir sind natürlich auch gerne für die Connection da, zu welchem Thema auch immer. Der Florian hat fleißig im Chat lauter Parallelthemen und verbundene Themen gepostet. Deswegen machen wir hiermit am besten den Deckel drauf. Man muss es ja nicht ausreizen. Vielen, vielen Dank euch vier für die Insights und eure Zeit. Herzlichen Dank allen Teilnehmenden. Ich würde sagen, schöne Restwoche. Gruß und bis auch ganz bald. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss, schönen Tag.